Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute möchte ich euch ein Päckchen von Dalton zeigen, was bei mir angekommen ist. Also ja, wenn ihr wissen wollt, was drin ist, dann bleibt doch gerne dran. Ja, nach langer Zeit habe ich mal wieder bei Dalton bestellt. Nicht, weil ich da nicht gerne bestelle und ich die Produkte nicht mag, sondern ich habe ja noch jede Menge Sachen hier. Aber es gab jetzt ein gutes Angebot und ich brauchte noch ein bisschen Nachschub, deswegen habe ich bestellt. Ja, schnappt euch was zu essen, was zu trinken, macht's euch gemütlich und dann gucken wir einfach mal. Ihr wisst ja, Dalton, eine meiner liebsten Marken bezüglich ja, Pflegeprodukte, besonders für mein Gesicht. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt wieder ein Paket da ist. Ich werde es jetzt mal aufmachen. Es ist immer wieder schön, da reinzugucken. Ja, immer so schön verpackt. Ich liebe das. Jetzt mache ich es mal gerade auf. So, man hat ja auch immer Pröbchen, die man sich aussuchen kann. Habe ich jetzt hier auch gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Immer gut verpackt alles. Und zwar, ich habe mir hier diese Sommerbag bestellt. Die Tasche ist ja so ein Goodie, ne? Es ging mir nämlich hier um die Sonnenprodukte und zwar einmal Suncare 50 Plus und die Suncare mit SPF 30 und die Aftersun Lotion, weil jetzt ich ja immer noch darauf hoffe, dass hier das Wetter besser wird und es sonniger wird und man einfach wieder Sonnencreme braucht. Und da ich die von Dalton sehr gerne mag, habe ich gedacht, schlage ich da jetzt noch mal zu. Habe jetzt auch eine schöne Tasche dabei, deswegen richtig cool. Ich gucke mal, ob es das noch gibt, das Set. Dann würde ich euch das in die Infobox packen. Dann könnt ihr es vielleicht noch bestellen, aber ich packe euch auf jeden Fall die Homepage von Dalton rein, denn die Produkte von denen mag ich super gerne. Ihr wisst ja, ich liebe die Augenpads von denen. Ich habe meine Lieblingsaugencreme, meine Lieblingstagescreme, ne? Die, entweder die Hyaluron oder auch die Q10. Ich blende euch die Produkte hier jetzt einfach mal der Reihe nach ein. So Sachen, die ich persönlich super gerne von Dalton mag und gerne benutze und auch noch hier habe. Ich verwende aktuell kaum noch andere Ampullen außer Dalton. Ich habe mittlerweile fast alles aussortiert. Ich brauche die Reste noch auf, aber ansonsten am liebsten Dalton, weil die für mich immer gut funktionieren. Und ja, die haben hier ein neues Packaging, ne? Super schön. Das ist, glaube ich, noch das alte, ne? Hier ist das neue, finde ich echt toll. Und ich habe gesehen, die haben auch noch weitere schöne neue Produkte. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwann ein paar Monaten mal was bestelle, weil ich habe aktuell wirklich noch so viele Sachen da und da macht das einfach nicht Sinn, sich so viel hinzulegen. Aber hier, das habe ich als Nachschub einfach gebraucht. Und ich hatte die auch meine letztes Jahr mit im Urlaub und ja, das überwindet hier so Sonnencreme, wenn ich die mitnehme, wenn ich eine Woche im Urlaub bin, dann ist die auch leer. Weil ich muss mich ja öfter eincremen und Aftersun brauche ich auch immer, weil wenn man ja den ganzen Tag in der Sonne gelegen hat, also beziehungsweise zwar nicht immer in der prallen Sonne, sondern auch mal im Wasser war und mal im Schatten gelegen hat, aber es ist ja trotzdem so warme Luft und man, ne, immer wenn man dann wieder rumrennt, ist man doch wieder in der Sonne. Deswegen nach dem Duschen sowieso immer die Aftersun, weil die Haut ja auf jeden Fall austrocknet, Feuchtigkeit braucht und man möchte ja auch, dass die Sonnenbräune schön lange bleibt, ne? Also ich mag das sehr gerne, deswegen freue ich mich jetzt auch, wenn es hoffentlich jetzt wieder wärmeres Wetter gibt. Aber ich habe schon gesehen, dass es jetzt wieder Regen ansteht. Also dieser Sommer dieses Jahr, der geht mir richtig auf die Nerven. Deswegen habe ich mich aber trotzdem gefreut, dass es jetzt so eine schöne Sommertasche gab und hier die ja, Sonnencremes zum Ausprobieren. Dalton hat auch so ein cooles Spray, das habe ich auch noch da. Das werde ich jetzt auch mal wieder auspacken, weil jetzt im Sommer mag ich das gerne. Ne? Und hier zeige ich euch gerade mal das Pröbchen. Das habe ich auf jeden Fall hier, die Hyaluroncreme, die mag ich total gerne. Ja, die ist ja auch mit Urea, die ist aufpolsternd. Anti-Aging Feuchtigkeitscreme ist das ja. Das zeige ich euch mal gerade hier. Ich finde das immer so schön gemacht. Ne? Man bekommt hier auch immer so viele Erklärungen drauf, ne? Wie das ist. Und hier, guckt mal da. Habt ihr dann auch noch stehen, dass das
die Haut tiefenwirksam durchfeuchtet, für feuchtigkeitsarme und trockene Haut. Urea bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Schnell einziehende Cremetextur. Das kann ich wirklich bestätigen. Die Creme, die ist ratzfatz eingezogen. Aber das habe ich grundsätzlich bei den Cremes von Dalton. Die ziehen bei mir immer gut ein. Und jetzt habe ich mir was Neues rausgesucht, weil das hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Gab es jetzt aber als Pröbchen. Und zwar Slow Aging Ocean Elements Retinol Creme. Und die regeneriert geschädigte trockene Haut gegen vorzeitige Hautalterung, stärkt die Hautbarriere, Schutz vor Blue Light. Ne? So, und dann habe ich nämlich gesehen, da gab es nämlich mehrere Produkte. Guck mal hier. Aber zu den neuen kann ich jetzt nichts sagen, weil die habe ich selber noch nicht bestellt und auch noch nicht ausprobiert. Aber ich gehe davon aus, dass die auch richtig gut sein werden, weil da ist nämlich eine Aloe Vera Gelmaske. Ein Mikroalgen Moisturizer und eine Augencreme gegen dunkle Augenringe. Ja, das wäre ja mal was für mich. Ich glaube, die können müsste ich auch mal ausprobieren. Aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, weil die Retinolcreme als Pröbchen da war, die mal genommen. Die werde ich mal testen. Bin ich richtig gespannt drauf. Und ja, hier das Paket von Dalton werde ich auf jeden Fall nochmal verwenden, weil das ist immer schön zum Verschicken. Gerade wenn man so Tauschpakete oder sowas macht, da passt das immer richtig gut. Und ja, ich könnte eigentlich die Tasche mal kurz auspacken, dass wir uns die richtig angucken können. Ich mag das, guck mal. Die hat so richtig fette Henkel hier. So der Blick da rein. Ich mag ja sowas. Ne? Mal gucken. Steht mir, ne? Ja, finde ich schon. Ist schön. Also ich finde ich wirklich schön. Sommer, ja, Sommer hätte ich auch gerne. So cool, ja. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, vielleicht hat auch Katrin wieder einen Rabattcode für euch, weil ihr wisst ja, Katrin hat mich ja damals hier mit Dalton quasi infiziert und seitdem kaufe ich die Produkte und verwende die rauf und runter. Und zwischendrin, wenn ich mal andere Pflegeprodukte teste, ich wandere immer wieder zurück zu Dalton, weil meine Haut auch nicht auf alles immer so gut reagiert. Aber ich weiß, dass ich das mit Dalton dann wieder in den Griff kriege. Und ja, die, wenn Katrin Rabattcodes hat, teile ich die auch immer auf Instagram und auch hier auf YouTube. Also wie gesagt, falls sie, wenn das Video hochgeladen wird, dann einen Rabattcode hat, schreibe ich euch den rein. Ich habe aber keine Ahnung, ob der auch dann auf die Sommerback, falls es sie noch gibt, also die Sommer, was war das denn hier? Wie ist das denn? 3 Sonnenschutzprodukte inklusive Strandtasche. Okay. Ob es das noch, ob es da auch einen Rabattcode gibt, der damit funktioniert, weil das ist ja auch nicht immer so gesagt, ne? Ja, ist ja, dauert ja jetzt auch nicht mehr lange, ne? Dann kommen ja auch die Adventskalender. Habe ich schon mit Erschrecken schon festgestellt, dass ja voll viele, dass man da schon voll viele Adventskalender vorbestellen kann. Also so Make-up und Pflege und sowas fängt jetzt an. Ich glaube, Schmuck-Adventskalender oder so, die kann man auch schon vorbestellen. Und jetzt bin ich ja so gar nicht in der Stimmung dafür. Ne? Aber das war ja letztes Jahr auch so. Da war ich ja auch im Urlaub und da habe ich auch angefangen, Adventskalender zu bestellen. Da geht der Irrsinn wieder los. Aber ihr habt das ja letztes Jahr bei mir schon mitbekommen. Bei mir nicht so. Also ich suche die Adventskalender danach aus, ob sie mir gefallen und ob ich das, was da drin ist, ich verwenden möchte. Ansonsten kaufe ich die Adventskalender nicht. Aber ihr wisst ja, meine ganzen Mädels, da sind ja so viele und es gibt ja auch welche, die fast jeden Adventskalender auspacken. Da könnt ihr bei denen gerne gucken, aber das kann ich mir nicht leisten. Das ist A, zu teuer und B, was soll ich mit dem ganzen Kram machen, um es zu kaufen, um es dann wieder zu spenden, ganz ehrlich. Das rentiert sich für mich nicht. Ne? Wenn man sich überlegt, dass ich im Schnitt sag ich mal, wenn ich jetzt gut großzügig rechne, verdiene ich 15 Euro im Monat, ne, hier bei YouTube. So, und die muss ich noch versteuern. Und dann kaufe ich da Adventskalender zwischen, sag ich mal, 30 bis 100 Euro oder mehr. Ja, ich verdiene ja pro Video nichts. Ne, das ist ja total das Verlustgeschäft. Und dann die Sachen auch noch verschenken wieder. Aber das dann auch wieder zu verkaufen, ist dann auch wieder so aufwendig. Das rentiert sich halt alles einfach nicht. Deswegen kaufe ich nur die Adventskalender, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und das werden nicht so viele sein. Es werden mehr sein als normal, weil normal hätte ich immer einen Adventskalender. Es werden wieder ein paar mehr werden. Aber da werde ich mir spezielle aussuchen. Also falls jetzt hier zum Beispiel Fresh Cosmetics einen Adventskalender wieder macht, dann werde ich mir den holen. Dalton
der ist auf jeden Fall gesetzt, den hole ich mir ja jedes Jahr. Und dann mal gucken. Ich habe ja auch schon mal welche von Essence oder von Catrice geholt, aber die haben mich im letzten Jahr zum Beispiel gar nicht so angesprochen, ne? Und was ich auch auf jeden Fall wiederholen werde, sind die von Brand News, weil da halt einfach super leckere Sachen drin sind. Und die haben ja jetzt so viele Adventskalender, da kann man ja richtig drin aussuchen. Die hatten ja letztes Jahr auch einen zum ersten Mal, da war ja so Pflege mit drin und das fand ich halt wirklich richtig cool und mal gucken. Die werden, also Brand News wird es auf jeden Fall bei mir geben, aber was jetzt so Make-up und Pflege und so, weiß ich nicht. Da habe ich letztes Jahr so wenig angesprochen. Vielleicht ist das dieses Jahr besser, ne? Weil ja, vielleicht dann der ein oder die ein oder anderen Sachen drin sind, die mich dann vielleicht interessieren. Mal gucken. Ich lasse mich da einfach überraschen und ansonsten teile ich einfach fleißig dann die Videos von den anderen Mädels, ne, dass ihr dann da einfach gucken könnt, wenn ihr dann wollt. Und bei mir gibt es halt dann hier und da mal einen, mal sehen. Aber noch bin ich gar nicht in Stimmung dafür. Im Moment versuche ich hier noch wieder Herr der Lage zu werden. Wenn ihr mein Zimmer hier jetzt wieder sehen könntet, weil jetzt wieder so einige Wanderpakete angekommen sind. Hier sieht es wieder richtig hübsch aus. Aber egal, das ist dann mal wieder so eine Woche oder zwei und dann geht der ganze Kram wieder auf Reisen und dann ist ja auch wieder Luft drin in meinem Zimmer. Ja, aber ich wollte euch auf jeden Fall nur das jetzt mal zeigen und auch, dass ihr dann einfach seht, dass ich mal wieder was von Dalton gekauft habe. Aber ihr seht die Produkte bei mir ja auch immer in den Aufgebraucht-Videos, weil ich die Sachen einfach gerne verwende. Was ich im Moment auch gerne nehme, ist diese Hyaluron. Ist das eine Bodylotion? Also diese Pumpflasche drin. Die mag ich auch sehr gerne. Die hatte ich am Anfang mal. Da mochte ich die gar nicht, so als Pröbchen. Aber jetzt habe ich die mir gekauft, weil Katrin hat gesagt, die ist so toll und die ist super und so. Und da habe ich mir die jetzt auch gekauft. Und ich muss sagen, die ist wirklich toll. Die finde ich wirklich super gut. Und vor allem mag ich das. Die duftet halt sehr angenehm. Das ist generell bei den Dalton-Sachen. Da mag ich den Duft sehr gerne von, weil ich mag nicht mir irgendwas ins Gesicht reiben, was so gar nicht riecht. Ich brauche das so ein bisschen fürs Feeling, wenn es gut riecht. Deswegen mag ich das super gerne. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt aber auch schon wieder genug vorgetextet. Wie gesagt, ich verwende die Pflege, auch die Sonnenpflegeprodukte von Dalton ganz gerne. Ja, die sind etwas teurer als die anderen, aber die haben bei mir letztes Jahr, als wir im Urlaub waren, super gut dafür gesorgt, dass ich keinen Sonnenbrand hatte, weil ich mich auch schön brav eingecremt habe. Und auch die Aftersun mag ich sehr gerne. Deswegen durften die wieder bei mir einziehen. Und von den anderen Sachen habe ich halt noch genug da. Also könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch noch mal ein Video machen soll mit den Produkten von Dalton, die ich sehr gerne mag. Oder ob ihr gerne noch mal ein Video haben wollt von meinen Pflegeprodukten, die ich morgens und abends verwende. Schreibt ihr mir gerne in die Infobox, wenn ihr das haben wollt. Dann setze ich mich hin und drehe ein Video für euch. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.